Yo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder richtig gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, jeder draußen auch. Falls nicht, dann verpisst euch bitte straight einfach durch die Tür. Die ist da. Nein, Spaß, natürlich nicht. Müsst ihr nicht. Leute, ich habe euch was Gutes verkünden. Okay, die jeden Tag meine Videos sehen, die haben es schon gesehen, aber liebe Freunde, ich verlose auf Instagram bis zum 1. Januar diese Schuhe unter anderem, aber 5 Paare davon. Unter diesem Foto hier, das könnt ihr gerne mal auschecken. Ja, aber ihr müsst da nicht viel für tun, ihr müsst nur auf Insta folgen, dies, das, ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Falls ihr Bock habt auf neue Schuhe, Jogger oder was weiß ich, ich habe mir auch überlegt, die Tage was Krasses zu verlosen. Vielleicht kommt das an Weihnachten, ich weiß es nicht, aber was wirklich Cooles. Schaut einfach vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, liebe Freunde, habe ich ein Video gesehen. Tinder in Real Life. Und zwar, ja, habt ihr ja schon gesehen, bei so Ami-YouTubern gab es das so. War ganz witzig, habe ich mal reingeguckt. Aber diesmal haben das Kölner-YouTuber gemacht. Unter anderem Revi, Mo ist da dabei, Marc Eggers, Sandra und so. Deshalb, ich habe das gesehen und war so, das ist, glaube ich, ein Video, wo ich drauf reagieren sollte. Deshalb schauen wir uns das jetzt auch sofort an. Aber vorher muss ich euch natürlich sagen, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich. Holt euch was Leckeres zu trinken. Und holt euch was Leckeres zum Snacken. Leckere Snacks. Leute, ne, ich muss euch dazu sagen, ich sag ja immer, holt euch leckere Snacks, aber wenn ihr jetzt jeden Tag eine Tüte Chips esst, dann ist es natürlich auf Dauer nicht gut für euren Körper. Deshalb macht euch gerne auch mal einfach Gemüsesnacks oder irgendwas in die Richtung, ja? Sagen wir mal Gemüse, Gürkchen und Karottchen und Tomätchen und esst einfach mal einen Gemüseteller oder einen Apfel oder eine Mango. Bitte nicht immer nur Süßigkeiten essen, ne? Ich hoffe, es ist verständlich, dass ihr nicht jeden Tag, wenn ihr jeden Tag meine Videos guckt, euch jeden Tag irgendwie eine Packung Gummibärchen reinhauen sollt. Okay, soweit, so gut. Ich würde sagen, liebe Freunde, wir gehen rein ohne lang schnackeln, fackeln, let's go. Meine allerjutzen, was geht? Willkommen zu einer wunderschönen Folge von Tinder and Relief. Das haben wir nicht von den Sidemans gestohlen, das ist komplett eigenentwickelt. Doch, mein Name ist Revi, ich bin 28 und das ist mein Instagram-Tag. Perfekt, jetzt kommt die Vorstellung, ganz viel Spaß dabei. Hi, ich bin Philippe, 21 und übertrieben verzweifelt. Bro! Hi, ich bin Lenny, 21. Philippe, 21, ja. Ja, Philippe, ja. Ich schaue aber aus wie 10. Hi, ich bin Mo, ich drehe mich jetzt einmal im Kreis. Hi, ich bin Max, 26 Jahre alt. Hallo, ich bin Paula. Nee, so heißt der Hund. Ich bin Marc, ich bin 35, Single und ich glaube, das sagt alles. Disclaimer, alle Kommentare über die Personen sind Witze und nur aus Entertainment-Reaktionsgründen gemacht worden. Wir dulden es nicht, sich respektlos gegenüber jeglichen Geschlechtern zu äußern. Alle TeilnehmerInnen sind mit der Veröffentlichung des Videos einverstanden. Es dient nur zur Unterhaltung. Dieses Video repräsentiert nicht uns als Menschen. Alle Maßnahmen zur Eindämmung der aktuellen Corona-Pandemie wurden eingehalten. Stark, wissen wir Bescheid. Können wir weitermachen. Hi, ich bin Sophia, 24 und schon viel zu lange auf Tinder unterwegs. Ich bin Marc, 28. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht zeigen. Oh ja, dann. Perfekt. Ich hätte noch einen Zweitwagen auch im Angebot. Klären wir später. Sie steht auf materialistische Sachen, Leute. Hi, ich bin Sebastian. Es gibt zwei Regeln. Erstens, wo der 100er herkommt, gibt es noch mehr davon. Und zweitens, ich möchte gerne meine Eltern vorstellen. Das sind die beiden auf dem Bild hier. Digga. Okay, also es ist komplett auf Humor gemacht. Ich dachte, es ist wenigstens einigermaßen ernst. Aber wo Marc den Autoschlüssel schon ausgepackt hat, da wusste ich schon, ja, okay. Weiß ich nicht. Ich kann den 100 auch wegnehmen, du kannst auch nur meine Eltern kennenlernen. Okay. Wer hat denn an dir rumgeschraubt oder warst du schon immer so sexy? Bruder Philippe, Alter, ja, gut. Nee. Kreativ. Extra Schrauben. Er ist noch ein Schraub. Der hat Akku. Hier. Lass es einfach. Hi, ich bin Lenny, 21. Mein Internet ist zwar 4G, aber mein Herz ist for you. Okay, komm. Hä? Mein Internet ist for you? Mein Internet ist 4G, mein Herz ist for you. Ich check schon dieses für dich, aber... Gibt's da noch irgendeinen Zusammenhang oder bin ich gerade irgendwie hängen geblieben, Alter? Stark auf Gefühle. Es kommt Max. Nee, danke. Das ist top, Alter. Hi, ich bin Mo, 25. Mein Arschloch ist seit 2 Jahren entzündet. Kannst du mir helfen? Bitte. Oh Leute, ich dachte, hier ist ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei bei dem Ganzen, aber mir war schon klar, dass es nichts Ernstes ist. Egal, ich freue mich auf Sandra. Ja, was? Ich nicht, was? Hey Jungs, geh nach vorne. Boah, krass, Ching-Chong-Chong.
Marc, sie muss aussuchen. Sie muss aussuchen. Ist mir doch egal. Kann ich hier nichts entscheiden? Nee, komm. Achso, ich wollte dir den zweiten Wagen noch zeigen. Das ist ein VW. Touareg. Ich fand ihn tatsächlich süßer vom Spruch. Hi, ich bin Kathi, 25 und ich stehe auf Jüngere. Hallo, ich bin Tobi und ich bin dein Bruder. Sind die echt Geschwister oder? Oh, ja. Mein Name ist Marc, ich bin 25 Jahre alt und mit mir steht die Welt im Kopf. Okay, das war kreativ. Das drüber. Alter, das ist es. Der ist aber keine 25. Ich bin so. Oder ist Marc 25? Dern, bin 23 und Liebe macht blind. Willst du mir die Augen öffnen? Nee. Scheiße. Okay. Hi, mein Name ist Lenny, ich bin 21. Frage an dich: Was heißt Datum auf Englisch? Date? Ja, gern. Der war stark. Hä, der kriegt ja alles hier gerade Samar rumgerissen, ne? Der Bruder weiß ganz genau, wie man flirtet. Der hat diese richtigen Anmachsprüche. Was kommt jetzt gleich wieder von Philippe? Das ist die Frage. Ich bin immer mal ein Jüngerin. Oh, hey, du hast auch einen Hut? Ja, die braucht einen Spielgefährten. Kannst du den da mitnehmen? Ja, Match? Ja. Geil. Hi. Hi. Ich bin Max, 26 Jahre alt. Kommt noch was? Nee. Achso, ja dann. Hallo, ich bin Mo, 34. Darf ich dir Honig auf den Bauch schmieren? Nee, mag ich nicht. Oh, so geht das Sprichwort nicht. Ja. Hättest du Salami gesagt, hätte ich ja gesagt. Salami? Mag ich. Spinnst du? Okay, Kathi, wer von diesen drei sterblichen jungen Männern darf heute Abend dein Spielgefährte für den Hund sein? Also wenn es um den Spielgefährten geht, muss ich jemand anders nehmen, aber ich wollte schon immer mal einen Jüngeren, deswegen. Perfekt. Lenny, ich nehme dich. Lenny! Achso. Kraft ihm Applaus. Der zieht hier gerade alle mit nach Hause, ne, der Lenny. Leute, ich wusste ja nicht. Ilja, ja, ich bin hier gekommen, um eigentlich meinen Traumtypen zu finden. Hallo, ich bin Marc, 25 und ich würde ganz gern ein Foto von dir machen, damit ich dem Weihnachtsmann sagen kann, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Nee, sorry. Also das Foto kannst du bitte auch wieder löschen, ja? Ich bin Sebastian, 22 und ich hoffe, du hast auch eine Schraube locker. Darf ich die wenigstens haben? Ja klar, nimm dir die gerne. Was kommt jetzt mit diesem Feuerlöscher, Leute? Was kommt jetzt mit diesem Feuerlöscher? Du bist so heiß, darf ich dich löschen? Ja. Der Feuerwehrboss. Ja, ich bin Lenny, 21. Du heißt eigentlich Michael oder warum muss ich die ganze Zeit auf dich checken? Wow. Oh, sorry, ich wollte dich nicht anstarren. Ich habe nur die Aussicht genossen. Oh, Philippe, stark, stark. Ja. Was? Ja. Was? Was? Das geht durch? Jetzt kommt Max, liebe Freunde, jetzt kommt Max. Nein, das ist meine Prop. Hi, ich bin Max, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Künstler, wohne in Köln. Ich stelle mich einfach mal normal vor. Hi. Künstler? Ja. Ja, warum nicht? Oh! Hey, Bro, mach viel besser als jetzt. Es kann auch jetzt nur einen geben, tatsächlich hier, ne? Nur einen? Ja. Nicht ein Dreier? Ja, es können auch zwei Leute gehen, da kannst du zwei mitnehmen. Das passt auch. Ja, komm, Mo und Baby. Oh, dann drauf gewartet. Oh, das war richtig knapp, ja. Ich bin 26 und meine Mama hat neulich ihren Traummann auf Tinder für Erwachsene getroffen. Ich hoffe auf was Gutes. Tinder hat mich bis jetzt nur enttäuscht. Was ist Tinder für Erwachsene, liebe Freunde? Was war das gerade für ein Tinder für Erwachsene? Heißt, kennt kein Tinder für Erwachsene oder heißt das so? Boah, ich habe einfach einen Hänger. Parship, genau. Marc, bin 18 Jahre alt. Und meine Liebe zu dir ist wie Durchfall. Ich kann sie nicht halten. Ist mir leider zu jung. Tut mir leid. Hi. Hi. Kein Sixpack, ich weiß, aber authentisch. Ja, der Schluck am Ende war's. Hi, ich bin Lenny, 21. Wären wir beide gemeinsam im Kindergarten gewesen, hätte ich meine Jacke neben deiner aufgehangen. Oh.
Das ist voll süß, ja. 21 ist okay, oder was? 8 in 21. Ja, aber der Spruch war auch besser. Du siehst nicht nur verdammt attraktiv, sondern auch spontan aus. Hast du Lust auf ein spontanes Gate-Date? Wir gehen essen. Wir gehen Gate essen. Date, wo willst du hin? Ich habe das leider nicht gehört. Also, sorry. Ich bin Sebastian, 23 und ich bin wie der Kompressor. Ich habe Druck am Schlauch. Lass den woanders ab. Hi. Hi. Ich bin Mo, 26. Es geht hier bei dem Format tatsächlich, glaube ich, mehr einfach darum, irgendwie witzige Sprüche zu klopfen, liebe Freunde. Ich muss euch enttäuschen. Ich dachte, das wird echt so ein bisschen Tinder in Real Life. Es ist leider nur ein Spaß. Es ist leider nur ein Spaß. Ich bin gut drauf. Bist du gut drunter? Unter den Klamotten oder unter dir? Beides. Ja, mal gucken. Ich hab keine Schokolade. 2 oder 3. Ja, wir geben Mo mal eine Chance. Damit Ey, was, wie soll ich mich vorstellen? Hallo, ich bin Marc Eggers, 35 Jahre alt. Nenn mir deinen Namen und ich sag dir, wie du heißt. War das ein gutes Zeichen? Ja, du bist nach rechts. Wir sind schon? Ja. Geil, kann ich schon gut kommen? Ja, komm rüber. Also. Jungs, ich hab's schon geschafft. Ihr könnt eigentlich drinnen bleiben. Hi, ich bin Sebastian. Wenn wir beide loslegen, gib das an deine Nachbarn. Schmutz! Hi, ich bin's Philippe, 30 Jahre alt. Und wenn du jemanden für eine schöne Nacht suchst, mich nach rechts jetzt. Ist das gut? Ist das gut? Schlecht. Oh, du bist mein alter Mitbewohner, aber rechts, links. Hi, ich bin Mo, 6. Hä, haben die zusammen gewohnt? Ach ja, stimmt. Bei Rob in dem Haus, stimmt. Ich und Gott hängt zwischen meinen Beinen. Links. Hi, ich bin Lenny. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Mir reichen 3 Minuten. Schmutz! Hi, ich bin Max. Du liebst mich doch, komm. Ja, okay, komm. Frage stellen. Erstmal, warum hast du Nein gesagt? Bei mir und zweitens, wer von den beiden ist es für dich? Du. Ja, ich bin's nicht. Einer ja. Von den beiden. Oh, wen nehme ich? Marc Eggers hat einen großen. Oh, Max ist cool. Bro. Ich geh mit Marc Eggers. Wir können jetzt kurz oben Backstage. War ein Witz, ihr macht das bitte nicht. Achso. Hi, ich bin Ami, ich bin 26 und ich wurde gezwungen, hier mitzumachen. Hallo, ich bin Marc, ich bin 22 Jahre alt und ich habe nicht nur flexible Ohren. Tut mir leid. Hä, ich fand's richtig sympathisch. Ich fand das gerade richtig witzig. Ich hätte ihn halt safe jetzt nach rechts gemacht. War nicht schlecht. Hi, ich bin Lenny, 21. Ich heiße zwar nicht Manuel, aber darf ich dann neuer sein? Sorry. Oh, dieser Spruch wird hauen. Du bist zuckersüß, ich glaube, ich krieg Diabetes. Ja, komm, Philippe. Oh. Hi, ich bin Sebastian und ich glaube, du bist der Hami. Ja, komm, Philipp. Junge, sie heißt Hami und er gibt ihr einen Hammer. Okay, warum erkläre ich das überhaupt? Aber es war schade, das war richtig doof, dass ich gerade versucht habe, das zu erklären, ne? Ich hab gerade richtig mein Gesicht verloren, Alter. Sorry, tut mir leid, Leute. Aber der war gut, der war echt gut. Hi, ich bin Max. Like mich. Hi, ich bin Mo, 26 und ich stehe auf Katzen, denn ich bringe jeden zum Schnurren. Sorry, Mo. Hami, wer darf's werden heute Abend? Wir beide, Bro. Hami, bitte entscheide dich. Ich nehme Philippe, glaube ich. Oh. Hier, nimm deinen Hammer zurück. Mein allerjüngsten Besten. Das war's mit diesem wunderschönen Video von Tinder. Wieder Sandra, hast du deine Traum? Ich fand's witzig. Ich hab erwartet, dass es ein real Tinder wird. Also real-life Tinder. Aber wie konnte ich das erwarten, wenn das ein Video von Revi ist? Soweit. So gut, liebe Freunde. Es hat mich trotzdem sehr unterhalten. Ich hoffe, euch auch. Schaut gerne bei Revi vorbei. Lasst dort Liebe da. Lasst bei allen Liebe da. Und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns bei meinem Insta. Oder morgen 14 Uhr wieder hier bei einem neuen Video. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.